Zack, McFly. Oh, Buddies, was geht ab? Heute kein Farpoint, sondern heute geht's los mit Star Trek, Bridge Crew. Farpoint kommt dafür morgen und zwar Doppelfolge. Das heißt, die letzten beiden Folgen Farpoint kommen morgen. Und es ist schon wieder verkackt nochmal heiß, 30 Grad oder so. Und ja, was will man machen? Was will man machen? Die Kamera umstellen. Okay, meine Hände sind schon mal kryptisch. So. Okay, das Tracking funktioniert. Krasser DJ. Und ich würde sagen, wir fangen mit einem Einzelabenteuer an. Achso, das ist normalerweise die Lobby, oder? Testfahrt. Start. Wir gehen an Bord. Computerlogbuch Sternzeit 2258,161. Meine Crew ist versammelt und wir bereiten uns auf unsere Expedition in den Graben vor. Vor dem Start hat uns das Sternenflottenkommando allerdings noch gebeten, eine letzte Übung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Aegis einsatzbereit ist und natürlich um die Fähigkeiten von Captain und Crew zu testen. Ist es nicht die Enterprise? Keine Ahnung, Mann. Ich hab echt nicht viel Ahnung. Ich bin... Captain, wir erhalten eine Nachricht von Deep Space K7. Sei mal ruhig, ich bin sexy Captain. Ich muss mich auch so hinsetzen. Ja! Hi. Öffne den Kanal. Aegis, ein Frachter will andocken und, zuletzt hatten wir ein paar Probleme mit dem Schmuggel von invasiven Spezies. Es wäre gut, wenn Sie unterwegs sicherstellen könnten, dass das Schiff keine wilden Kreaturen transportiert. Na, was machen wir jetzt damit? Missionsziele aktualisiert. Hallo? 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 Bin ich wieder da. Du kümmerst dich ab sofort um das Bild. Wir haben High-End-Sensor-Interferenzen. Könnten Sie ich krieg noch raus, wer für was zuständig ist. Ich drücke erstmal den gelben Knopf. Scanne Ragusa auf geschmuggelte wilde Lebensform. Ragusa? Ah. Voll das Mikro erwischt. Okay. Ah! Mikro zerstört. Okay. Ich muss mir merken, das Touchpad ist mein Mikro. Irgendwo, auf jeden Fall. Ja, ich merke es schon wieder. Standort Donatu. Impuls. Lokal. Deep Space 7. Ragusa. Scanne Ragusa. Scan! Ich kann keinen Gruß beantworten. Bildschirm. Aha. Ziel scannen. Ziele. Lieutenant. Scan okay. Initiiert. Du bist für Scannen. Du überbringst die schlechte Nachricht. Ist die Kalibrierung des Covariant-Oszillators abgeschlossen? Wer hat mich gestern gefragt? Ihr klärt das schon, ne? Also ich möchte schon, dass ihr auch so ein bisschen eigenständig arbeitet, ne? Dafür werdet ihr auch bezahlt. Geil. Schade, dass man nicht nur einen Finger machen kann. Warum hast du eigentlich keinen Namen? Ich habe nur die drei Namen. Ist fertig! Haben wir irgendwas verpasst?
übernehmen. Okay. Warum klappt das denn jetzt nicht? Scannen ist außer Reichweite. Warum fliegen die? Wer ist dafür zuständig? Alles muss ich selber machen. Okay. Fliegen. Gas. Und lenken. Ich muss mal kurz zentrieren hier. So, so finde ich das schon mal besser. So, wie nah müssen wir denn sein, damit du scannen kannst, hä? Wir bleiben einfach mal bei einer ruhigen Geschwindigkeit. Ich probiere nochmal von hier. Ziel nähern. Ei, folgen. Könnten Sie den Schildkalibrierungsfluss hier untersuchen? Ich schau mal drüber. Oh, cool, danke. Scannst du denn automatisch wieder? Ich kann auf jeden Fall noch nicht scannen. Unter 30 Kilometer, okay. Du machst das schon. Titten. Na. Lieutenant, na. Komm nah! Lieutenant Heul? Lieutenant Gra? Was? Japaner. Erfasse keine ungewöhnlichen Lebensformen an Bord des Frachters, Captain. Ich teile K7 mit, dass das Schiff sauber ist. Was fangen wir jetzt damit an? Per Warp nach Gamma. Hydra. Dem Steuermann befehlen, den Warpkurs nach Gamma Hydra festzulegen. Warp. Gamma Hydra. Warp Vorbereitung. Das habe ich eben irgendwo gelesen. Ei, ei, Captain. Bereit auf Vektor für Warp. Reiseenergie zu. Warpkurs steht fest. Passe Warp-Vektor an. Ah, korrekt, danke. Warpziel auf Mitte. Bereit für Warp. Aufgeladen. Ich muss dich jetzt nehmen, oder? Läuft? Okay, Gas! Ah, gib Gas! Fähig ich hier mit zwei Händen. Schub, ja! Oh, krass. Ja. Da muss ich ein bisschen tricksen hier, damit das. Sonst ist mein Raum zu klein. Captain, ich bin Captain. Auf Lebensscannen. Da? Ich würde sagen, das gucken wir uns genauer an. Vollgas? Ich werde ihn berichten. Boah, wir müssen hier ausweichen. Krass, Mann. Wow. Ausweichen. Habt ihr das gesehen? Okay, Dali, wir kommen. Wir schauen uns das ganz genau an. Ich versuche, ob wir in irgendein Fenster reingucken können. Wir halten da voll drauf. Ja, kommt. Komm, wir wollen sie weg. Alter, ich bin euer Captain. Ihr müsst explodieren. Erstmal Alarmstufe Rot! Aktiviert. Torpedos scharf, alles klar. Ziel. Schilde gesenkt. Neues Ziel erfasst. Scannen. Okay. Scannen. Boah, das war jetzt Action, oder? Ein bisschen wachrückeln hier. Wehe, du hast schon wieder schlechte Nachrichten. Scan beendet. Da sind Lebenszeichen. Okay. Ja, und?
Sind wir Flüchtlingsheim hier oder was? Überlebende vom Schiff beamen. Das heißt ja nicht, dass wir die auf unser Schiff beamen müssen, oder? Ich übernehme das am besten selber. Boah. Transporter. Das war richtig, oder? Glaube ich, ja. Aha, aha. Tricksen. Transporter. Erfassen. Ja, wer kommt denn am Wochenende mit auf meine Party hier? Ich habe euch schon alle eingeladen. Ich habe noch keine Rückmeldung auf meine Mail bekommen hier. Das macht sich nicht gut in eurem Arbeitszeugnis, das sage ich euch. Energie! Energie! Das Schiff ist leer und alle Crewmitglieder vollzählig. Können wir es jetzt abballern? Ungültiges Ziel? Was? Kein gültiges Ziel. Fuck! Ich bin dein Captain und ich befehle dir, ballern. Waffen? Wir haben eine Prioritätsnachricht vom Sternenflottenkommando. Okay. Rufen die an? Muss ich rangehen? Das ist dein Job, oder? Sternenflotte, Ende. Oh, guck mal! Ich bin ein krasser Zauberer. Was? Impuls. Achso, ich hätte besser nicht da hingeguckt. So, Impuls. Standort Gamma Hydra Sektion B. Nebel. Sind wir denn Gamma Hydra? Gamma Hydra, okay. Sektion 6. Nebel. Reisevektor wird berechnet. Impuls. Ei, deaktiviere Torpedos. Für Impulsantriebe. Lege Kurs für Impuls fest. Okay. Wir können los. Wie sag ich denn dir das? Impuls aktiv. Ah! Ah! Impuls. Impuls. Nein! Nein! Impuls aktivieren! Jawohl! Aye, aye, Captain. Sind wir schon da? Ist der Spock? Captain, ich erfasse Gravitationsminen im Gebiet. Wenn wir zu nah rankommen, ziehen wir sie an und nehmen schweren Schaden. Wir sollten auf Distanz bleiben. Ey, von dir kommen auch keine guten Nachrichten, oder? Die Umgebung stört die Effizienz unserer Sensoren, Captain. Wir erfassen dennoch Plasma-Kühlmitteleinschlüsse. Das könnte uns helfen, die Nicholson aufzuspüren. Red weiter. Missionsziel auswählen. Gravitationsminen ausweichen. Lokal, Mine, Plasmakühlmittel. Plasmakühlmittel scannen. Hi, Captain. Verstanden. Erfasse das Ziel. Scannen. Wie sage ich denn ausweichen? Wo sind denn diese Minen? Wie sieht die aus? Sehen wir die hier? So ein bisschen Hilfe. Die ist nur am Telefonieren, ne? Ich übertrage die Daten auf ihre Konsole, Captain. Plasma-Kühlmittel B. 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 Ai, ai. Ah! Was ist passiert? Die Sensoren erfassen ein Notsignal, aber es ist keine Frequenz der Föderation. Ein ziviles Schiff scheint auch Hilfe zu brauchen. Scanne Ziel. Ey, wir scannen erstmal den Scheiß hier. Ich erfasse ein Signal auf der Notfallfrequenz. Auf dem Schirm. Beaches, laut unserem Ingenieur befinden sich unsere Antriebe in einer Art Fehlfunktionszyklus. Könnten Sie einen temporären Override durchführen? Das sollte uns helfen. Erstmal alles scannen hier, oder? Ich finde, du bist ein bisschen übermotiviert hier mit deinen ganzen schlechten Nachrichten. Ich hab das. Wir betreten die Anomalie. C.
Warum ist denn hier B ausgewählt? Ich muss das wieder selber übernehmen. Scan. Das ist ja wohl eine richtig schöne kleine Rosette, oder? Das spricht die USS Nicholson. Oh, noch ein. Unser Schiff ist schwer beschädigt und hat Strahlungslecks. Der Großteil seiner Gäste ist entkommen. Aber ein paar sind im Bugraum gefangen. Sie müssen sie vom Schiff bringen. Und dann... Nun, es ist eine Gefahr und kann nicht hierbleiben. Sie müssen es zerstören. Zerstören? Kriegen wir hin. Zivil im Schiff Hilfe leisten. Hilfe leisten. Kann ich ihn nicht einfach töten? Wir müssen den Scheiß auch scannen. Bleib an ihnen dran. Ziel gewählt. Scannst du jetzt automatisch? Initiiere Scan. Dieses Pult ist ja geil. Also ich. Das ist doch das Pult, ne? Hier habe ich voll die guten Sachen. Ihr macht nur Kacke. Schildemeter beschädigt. Voller Scan abgeschlossen. Was war das? Höllenlecks auf Deck 7. Waffenstörung. Ich starte einen Störversuch. Erfasse neu. Verlassen die Anomalie. Nee, nicht die Waffen. Nicht die Waffen. Alles klar. Versuche System zu stören. Bitte warten. Cool, danke. Aktualisiere Ziel. Zielsystem ist gestört. Danke für die Hilfe. Sie haben uns das Leben gerettet. Wo ist denn die USS Nicholson? Oh, die ist ja auch noch weit weg. Ziel näher. Ei, folgen. Aber, Volle Kraft voraus. Und du scannst das mal wieder. Eule! Was ist eigentlich mit Gnar? Hast du irgendeinen Job hier? Scanne. Erreichen die Anomalie. Festgestellt. Was für eine Anomalie? Das Arschloch? Ist das eine Anomalie? Ich würde es gerne anfassen, aber ich komme nicht ran. Ja, was geht sonst so bei euch? Ich gucke momentan Black Sails. Kennt ihr die Scan Serie? Abgeschlossen. Lebenszeichen entdeckt. So wie hier, nur auf Wasser. Ansonsten ist es eigentlich identisch. Muss ich was machen? Scan! Hab ich das schon gesagt, oder? Ziel Scan. Ich muss das schon wieder übernehmen. USS Nicholson ist Leben gefunden. 6. Komm, dann holen wir die erstmal. Wer versichert uns denn, dass das hier nicht irgendwelche Terroristen sind oder so? Du kannst dir trauen? Spock! Spock, was sagst du? Es war ein bisschen Kopfschütteln, oder? Okay. Energie! Oh, zerstören! Sicherheitsabstand? Hallo, sind wir im Kindergarten? Feuer! Antriebe sind kritisch. Scheiße! Wessen Schuld war das denn jetzt hier? Hab ich gesagt, dass du so krass nachschießen sollst? Es brennt, ne? Ich weiß ja nicht, ob es irgendwem auffällt. Ich bin jetzt einfach mal genauso cool wie ihr. Okay, Standort Gamma Hydra. Wo müsst ihr mal hin mit Impuls? Impuls. Sektion 10. Oh, die Grenze der neutralen Zone. Impuls. Vorbereitet. Beschädigt. Systeme reparieren. Ei, repariere Antriebe. Korrekt. Du bist unser Mechaniker hier. Sag das doch nach. Wir müssen kurz warten. Heuli hat nämlich unsere Systeme zerstört.
Kriege ich eine Rückmeldung? Danke, nächstes Mal hätte ich gerne Rückmeldung. Ah, Torpedos gesichert zu Impulsantrieben um. Bereite Impulskraft vor. Okay, das macht ihr sehr gut. Kurs eingegeben, Captain. Ich sehe unseren Kurs. Haltet euch schon mal fest. Impuls aktivieren. Wow. Captain James, ich bin der Kobayashi Maru. Wir sind auf eine Gravitationsmine gestoßen. Wir haben totalen Energieverlust und unsere Hülle wurde durchbrochen. Die Lebenserhaltungssysteme fallen aus. Unsere Position ist Gamma Hydra, Sektion 10. Bitte helfen Sie uns. Kobayashi Maru, ist das nicht dieses Singen? Captain, Sie befinden sich in der klingonischen neutralen Zone. Wenn wir dort eindringen, verstoßen wir gegen das Abkommen. Sehr guter Hinweis, Spock. Nehmt euch mal ein Beispiel. Aber das ist doch das, was man eh nur verlieren kann, oder? Also ballern. Okay, wir müssen erstmal die neutrale Zone verletzen. Haben wir geschafft? Mach dich schon mal auf den Scan bereit. Aktualisiere Ziel. Scannen. Das ist schon mal schön. Captain, da sind Lebenszeichen. 381! Okay. 381 Leute. Ah, es dauert nur 20 Sekunden. Stopp, nicht zu nah, ne? Nicht zu nah. Nicht zu nah. Warnung. Okay. Getarntes Schiff entdeckt. Getarntes Schiff? Okay. Scheint links von uns zu sein. Wir holen erstmal Energie. 6 Leute. Okay. Es sind noch andere jetzt an Bord des Ziels. Na, mal ein paar machen. Wir holen so viele wie geht. Wir holen so viele wie geht. Oh Gott, wir werden angegriffen. Zurück, Captain. Neuer Kontakt. Captain. Feindlich. Feind. Zack. Ei, Captain. Ziel nähern. Folgen dem Zack. Ziel. Waffen. Verstanden. Laserfeuer. Neues Ziel erfasst. Sehr gut, wo machen wir die Torpedos? Ah ja, mache Torpedos scharf. Wo sind die Gegner? Okay, Rao, du machst das schon, ne? Eule, mach dich bereit, die Torpedos abzufeuern. Alles klar. Torpedos abfeuern. Schön. Die platzen jetzt, oder? Die platzen jetzt. Gib schön Stoff hier, gib schön Stoff. Feindliches Schiff zerstört. Sensoren zeigen nichts mehr. Ei, ei. Auf bleib man ihnen dran. Zu Kobayashi zurück. Ich muss weiter scannen. Energie. Da sind noch weitere an Bord. 12 Leben gerettet. Alles klar, erfasse. Das dauert aber jetzt lange, ne? Ist das jetzt eine Übungsmission? 370 Leute befreien? Schick mal schon mal eine Nachricht. Die sollen aussortieren. Möglicherweise sind getarnte Schiffe. Die Schönen und die Reichen zuerst und die Klugen als letztes. Energie. Wir erscheinen auf ihren Sensoren. Okay. Scanner. Feuern. Oh nein, ich hab die Kobayashi angegriffen, oder? Scheiße! Oh nein! Ziel näher! Du ballern! Hier. Antriebe wiederhergestellt. Torpedos abfeuern. Erfasse das Ziel. Ah. Wie steuerst du denn? Oh. Kobayashi Maru ist bei 50% Hüllenintegrität. Ja klar, wir hauen ja auch die ganze Zeit da rein, ne? Und der ist da ganz gechillt im Feuer. Ich sag's euch, nehmt euch ein Beispiel an, Spock. Ja, Rudi. Ey, das ist nicht schön, oder? Kobayashi Maru, 25% Integrität. Ja, wenn wir den die ganze Zeit... Wir können doch nicht unsere Freunde... Ihr seid so behindert. Den da. Okay. Kriegt ihr den alleine? Ey, wir sterben hier. Bipolar Waffen. Kupplung beschädigt. Weiter feuern. Okay. Schilder hoch! Hebeschild! Flucht! Antriebe wiederhergestellt.
Geschwindigkeit. Voller Rückschub. Okay. Wir müssen hier anhauen. Warpkern beschädigt. Können wir Impuls? Kobayashi Maru, Hülle bei 10%. Die Kobayashi Maru wurde gerade zerstört, Captain. Okay, ja, das war ja unsere Schuld. Captain, ich empfange ungewöhnliche Raus-Schuld. Bravo, Captain. Sie und Ihre Crew haben gerade die Kobayashi Maru Simulation abgeschlossen. Ich weiß, ein solches Szenario ist nicht einfach. Aber es ist ein notwendiger Test, sowohl für die Sternenflotte als auch für Sie. Wir haben jetzt alle eine bessere Vorstellung davon, wie Sie reagieren, wenn es keine offensichtlich richtige Antwort gibt. Aufgrund Ihrer Gesamtperformance gebe ich die Aegis nicht nur für die Operation Ferne Ufer frei. Ich empfehle Sie zudem als Leiter der Expedition in den Graben. Wir hauen ab. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Das war richtig, oder? Das war richtig. Boah, das war schon ein stressiger Einsatz jetzt für den Start. Ich glaube, das reicht doch erstmal. Das war auf jeden Fall schon mal ein kleiner Einblick. Und in der nächsten Folge versuche ich auf jeden Fall mal dann den Online-Modus. Bin mal gespannt, wie das dann abgeht, wenn man wirklich nur eine Rolle dann spielt und dann ja, die Befehle geben kann, ne? Ich bin mal gespannt, wie das klappt, wenn ich den Leuten irgendwelche Sachen zubrülle. Ich hoffe, es klappt einfach. Wenn euch das gefallen hat, kommentiert, abonniert und wir sehen uns nächstes Mal, ne? Haut rein, Brudis!